Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal. Ja, heute mit einer neuen Ankündigung. Ihr seht es schon, Landwirtschaftssimulator 25. Und ja, da haben wir auch die grüne Hintergrundfarbe unter der 25. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange. Wir schauen uns erst einmal den aktuellen Trailer an, der ja heute rausgekommen ist. Und ich würde sagen, danach hören wir uns wieder. All around the world, farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. A wise man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. The art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? You're too cute to eat. Maybe some fresh spinach for a change? Ja, das war jetzt der CGI-Trailer. Also ich muss sagen, da ist wieder eine ganze Menge interessante Sachen drin verbaut, versteckt, wie auch immer man das Ganze sieht. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an hier mit den Fakten. Und ja, wann kommt jetzt der Farming Simulator 25 denn nun raus? Also macht euch einen Vermerk in den Kalender für den 12. November. Ach, das reimt sich sogar. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch ab sofort schon vorzubestellen. Und zwar für PC und Mac, für PS5 und für Xbox. Und ja, dazu habe ich euch den Link auch nochmal unten in die Beschreibung gepackt. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr dort gerne etwas über meinen Affiliate-Link vorbestellen. Ich würde mich natürlich freuen. Kostet euch natürlich nichts extra. Ja, was haben wir sonst noch Interessantes? Ich würde sagen, ich zeige euch auf jeden Fall mal schon die Boxen, wie sie denn aussehen. Ja, und als erstes haben wir hier die Version für den amerikanischen Markt. Also hier schön mit dem Case schön zu sehen. Ja, dann gibt es hier für den deutschen, österreichischen und Schweizer Markt hier den Class mit drauf. Und für den internationalen Bereich haben wir hier dann den Valtra. Ja, und es wird natürlich auch diesmal wieder eine Collector's Edition geben.
Ja, und der Inhalt sieht folgendermaßen aus. Ja, wir haben hier einmal die komplette Box. Dann haben wir das Game natürlich für PC und halt auch als digitaler Download. Dann haben wir hier einmal 16-Bit Retro Edition. Sieht also doch aus den Anfängen ziemlich verpixelt aus. Ja, was haben wir sonst noch? Hier die Modding-Tutorials sind dabei. Dann haben wir 32 Sticker. Dann haben wir hier den als Zusatz den New Holland CR11 Gold Edition, der ja auf der Messe dieses Jahr, im letzten Jahr vorgestellt worden ist. Dann, ja, da gibt es hier einmal noch einen Schlüsselanhänger, drei Poster und als witziges Gimmick dieses Mal ein USB-Zündschloss. Das heißt, ihr könnt das bei euch an den PC anschließen und könnt damit dann in-game die Fahrzeuge starten. Ja, und wie ihr seht, es wird auch wieder einen Season Pass geben. Und zwar haben wir hier den Year One Season Pass mit drei unterschiedlichen Packs, die jeweils im ersten, zweiten oder dritten Quartal 25 erscheinen werden. Und dann gibt es hier noch eine Expansion, also eine Erweiterung mit einer neuen Karte im vierten Quartal 25. Ja, und vielleicht eine Sache, die ich eben vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr das Ganze jetzt schon vorbestellt, dann erhaltet ihr dieses MacDon Package, wo nochmal 5 Highlight-Maschinen dabei sind, die ihr dann obendrauf bekommt, als Bonus so gesehen. Also lasst euch einfach da überraschen. Ja, nachdem wir das jetzt soweit einmal schon durch haben, würde ich sagen, wir widmen uns jetzt nochmal dem Trailer und gehen dort ein wenig in die Tiefe rein. Und ja, anfangen würden wir, würde ich mal behaupten, mit den Karten. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, sehr spannend. Da gucken wir mal, ob wir uns da das Ganze anschauen können. So, und zwar, das war jetzt ja ein Ausschnitt aus dem Trailer. Und was können wir da alles erkennen? Also, wir haben hier auf jeden Fall Reis. Wir haben Wasserbüffel. Wir haben natürlich Maschinen, um halt das Ganze auch anzupflanzen. Und ernten müssen wir das Ganze natürlich auch noch. Ja, und da kann ich euch jetzt noch mal ein paar zusätzliche Infos dazu geben. Und ja, es heißt hier, möchtet ihr euch neuen landwirtschaftlichen Herausforderungen in einer üppigen ostasiatischen Landschaft voller Reisfelder stellen? Dann los. Oder lieber ein landwirtschaftliches Imperium in einer nordamerikanischen Umgebung mit viel freien Raum, wo ihr euch selber was aufbauen könnt? Nur zu. Eine malerische Lage in Mitteleuropa mit grünen Feldern zwischen Teichen und Flüssen könnt ihr aber genauso gut was anbauen. Ja, baut euren Traumhof in einer von drei verschiedenen Umgebungen. Was sagt uns das? Also drei Karten. Einmal Nordamerika. Einmal ostasiatisch. Und einmal Mitteleuropa. Das klingt auf jeden Fall für meiner Meinung nach schon mal sehr spannend. Ja, ein nächster Ausschnitt aus dem Trailer war ja auch die Szene mit den neuen Fahrzeugen. Und ja, dazu heißt es, baut zwei Reissorten, Spinat und andere neue Feldfrüchte an. Insgesamt habt ihr die Wahl aus weit über 20 Fruchtsorten. Büffel und andere Tiere gesellen sich derweil zu Kühen, Schafen, Schweinen, Hühnern, Pferden und anderen Nutztieren dazu. Neue Produktionsketten und Bauaufträge erweitern zudem eure Geschäftsmöglichkeiten. Ja, also, was man darunter verstehen soll und kann,
Ich hoffe, das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Zeit Stück für Stück erfahren. Und ich würde mal behaupten, lassen wir uns da einfach überraschen. Ja, als nächsten Punkt habe ich hier auf meiner Liste natürlich das Thema Fahrzeuge. Und auch da gibt es einige Informationen dazu. Ja, über 400 authentische Maschinen von mehr als 150 internationalen Topmarken wie Case, Klaas, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen mehr ermöglichen euch die Land-, Forst- und Viehwirtschaft. Also ich gehe davon aus, dass uns dort aufgrund der neuen Fruchtsorten natürlich auch entsprechend neue Fahrzeuge und dergleichen dazukommen. Ja, weiteres Thema ist auf jeden Fall die Grafik. Und da bin ich am meisten gespannt, was das, ja, wie das nachher im Ingame wirklich wirkt. Denn wir haben, ja, auch an der Giants Engine wurde scheinbar wieder geschraubt. Da haben wir auf jeden Fall ein Upgrade für Felder und Grafik. Ja, und hier im Post heißt es nämlich wie folgt: Fühlt euch Feldern und Natur dank eines technischen Upgrades näher verbunden. Mit verbesserter Grafik und Physik, basierend auf der neuesten und moddingfreundlichen Giants Engine 10. Darunter Distance Fog, verbesserte Schatten, dynamische Wettereffekte, Bodenverformung und mehr. Ja, das Meer, da werden sie uns wieder auf die Folter spannen, um zu gucken, was da jetzt dann wirklich tatsächlich kommt. Und ja, es wird auf jeden Fall noch spannend bleiben, denn mit dem ersten Trailer wissen wir ja, dass noch nie alles an Informationen rausgegeben wird. Ja, hier habe ich noch mal ein kleines Bild für euch, und zwar von der Firma Metdon, was ihr ja als Bonus bekommt, wenn ihr das Ganze schon vorab bestellt. Ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann verzeiht's mir. Ich denke, viele andere YouTube-Kollegen werden auf jeden Fall hier darauf reagieren, auf den CGI-Trailer. Von daher, ja. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande. Ich packe euch alle Links unten in die Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen. Und auch zur FarmCon. Ich denke mal, dort werden wir auch noch weitere Informationen und wahrscheinlich auch die ersten Gameplay-Bilder oder Videos sehen. Also lasst euch überraschen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst gerne ein Abo da, falls noch nicht geschehen, und aktiviert das Glöckchen. Lasst einen Kommentar. In diesem Sinne, ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.